Hallo und herzlich willkommen zurück bei unserem beliebten LPT. Wir sind auf dem Weg nach Valuta und bei mir sind wieder dabei Mr. Flo und Feststelltaste. und Kokain Moin. und der Frendo und Max. Der Max hat leichte Internetschwierigkeiten, von daher ist er jetzt, glaube ich, nicht mehr dabei. Ah, okay. Obwohl er eigentlich die beste Internetleitung von uns hat. 56K Modem oder was ist Ja. das? Voll neidisch und so. Ja. Nee, gehen wir einfach mal weiter, oder? Tue ich mal die Okay. Feststelltaste raus. Denn irgendwann müssen wir doch wohl jemanden treffen. Und ich Ja. hoffe, es wird dann tödlich sein. Ich habe mein Ding mal wieder eingepackt, jetzt können wir. Okay. Ding weg. Viel Spaß euch, ne? Dankeschön. Wie weit bist du schon voraus? So, dass Sehe ich von unten den den Leuchtturm. kommenden Raum schon im, also so im Blick habe. Okay. Seht ihr die Fabrik auf der rechten Seite am Wasser? Nee, noch nicht. Okay, dann wird es noch ein bisschen dauern. Definiere ein bisschen. Ein, zwei Folgen. Oh. Nee, nee. Eine Minute oder so, vielleicht zwei. Ja, wir haben ja Zeit, wir sind ja noch jung und unverbraucht. Ich habe Joes Lieblingspen dabei. Mal den Epipherin? Genau, den Epi, den Epipipipi. Epipipi. Ich habe da auch da was da. Drei Tück. Ein Morphin, aber alles badly damaged. Das macht nichts, solange es nicht ruiniert ist. I think so too. Du singst so zwei? Genau. Hast du genau richtig verstanden? Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, Och Busfahrer. Ein nee. Hoch Moment. auf unseren Busfahrer. Jo. Anlegen. Und Feuer! Wieso passiert da nichts? Ich kann nicht so schnell. Okay. Alter Mann, nee. Rausgetappt, alter Tapp. So Standbild. viel zu alter Mann. Aha. Und mir was erzählen wollen, weil ich mein Pulver nicht so schnell verschieße. Tja. Typisch Joe. So, jetzt sehe ich die Fabrikhalle. Zivilisation! Frame-Einbrüche! Das ist doch eine Dingskirchen, eine Polizeiwache sehe ich. Die siehst du links und rechts ist eine Fabrik. Ach, rechts ist auch noch was, okay. Guckst du immer auf den Boden? In die Luft. Ich bin so ein Tagträumer, weißt du? Okay, ich soll euch jetzt vorbeirennen. Ich bin links von euch. Am Hang. Alles klar. Außer ein paar Zombies. Niemand bei euch hinterher. Okay. Zombies sehen wir keine. Rechts von den Gleisen kommen die da vorne. Sollen sie ruhig. Die schleppen wir so als Support mit uns mit. Ja, ich sehe sie. Wie sieht's munnetechnisch bei euch aus? Hungertechnisch. Alles hellgrün. Munde. Munition. Alles hellgrün. Habe ich genug dabei, aber jetzt lasse ich dich mal lieber vorlaufen. Warum? Kriegst du dir die Kugel als erst? Keine Sorge, meistens erwischt's mich, wenn es einen Hinterhalt gibt. Ja, meistens in die Hose. Mal die Polizeikarren hier checken. Dass die ja gar nichts in den Kofferraum reinpacken. Ah. Der erste Schon Zombie wieder ist losgerannt. dein Steuerberater oder was? Ich spiele hier mit drei Freunden rum, weißt du? Ja, Und zwei, davon sind zwei Ex-Frauen. welche Spiele du jetzt machst, will ich nicht wissen, ne? Bitte was? Welche Spiele du gerade machst, will ich nicht wissen.
Welche Spiele? Also das ist bestimmt irgendwas mit Karten und Stäbchen. ich dachte da mehr an Minecraft und so, weißt du? Ach, spielst du Minecraft? Hier im Spiel müsste es auch einen Computer geben, wenn man ihn hochfährt, dass man Minecraft zocken kann. Oh, ein Buch. The Hound of the Baskerville. Baskerville. Der Hund von Baskerville. Baskerville, Baskerville, mein Gott. Mein Alter. Das war meine Axt, keine Sorge. Die ist geladen. Oh, wie viele kommen denn da noch angerannt? Wollen wir mal rausgehen? Macht, was ihr wollt. Ich überfalle hier mal diese ahnungslose Dame. Ach, das bist du. Oh, hätte ich dich beinahe zugeschlagen. Na. So im Affekt. Ah, da kommt noch ein Freund. Hallo, junger Freund. Komm, treffen Achtung, wir uns. Kommt noch einer. Von rechts. Ja, geh direkt zum... Wie konnte der mich denn jetzt treffen? Weil du stehen geblieben bist. Nein. Doch, bei mir hast du gestanden. Bei mir auch. Ach, erzählt doch alle nicht sowas. Oh doch. Da ist ja schon wieder einer. Kneipe! Kneipe! Ein First Aid Kit? Was möchtest du denn? Alter, wie viele Zombies laufen bitte hier rum? Für uns reicht's. Der ist ja seit hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ja. Ich hör doch noch ein. Ja, hier. Eine Rotten Tomato. Oh, ich höre schon wieder links einen. Links hinter uns ist noch einer. Habt ihr Freunde gefunden? Ja, ganz viele. Ah, da kommt noch so eine. Wo rennt die denn hin? Die hat Angst. Die interessiert sich nicht für uns. Sind wir etwa so hässlich oder was? Das nehme ich persönlich. Jo, die hat dich eben singen gehört. Ach so, okay. Sollte ich vielleicht mehr singen? Na, ah, noch einer. Wo rennt denn der hin? Der geht in die Kneipe, okay. Ich sag doch, die haben dich singen gehört. Da hilft auch kein Bier. Okay, die Dame kommt zurück, hat sich's doch überlegt. Wow, wow, direkt neben uns gespawnt. Ich glaube, wir sollten nicht stehen bleiben. Gehen wir einfach mal weiter. Wie sieht's beim Support aus? Ich renne mal schon mal ein bisschen voraus. Ihr seid wahrscheinlich noch in der Ortschaft. Wir sind gerade raus. Ja, wir gehen gerade an den letzten Häusern vorbei, die hier etwas abseits stehen in der Ortschaft. Ich bin schon ein bisschen vor euch. Okay. Ich werde versuchen, mich auf eins der Hochhäuser zu positionieren und dann... Am besten hockst du dich neben so einer... Das Airfield looten. Am besten hockst du dich neben einen anderen Sniper und guckst ihm bei der Arbeit zu. Das kann ich auch machen. Machst du Direct Communication. Ey, ey, hast du den Links gesehen? Ey, guck mal, da laufen drei. Die nehmen wir doch hoch, oder? Ist das da vorne Balota? Jo, oder? Cool. Ich hätte nie gedacht, dass wir das irgendwann mal erreichen. Doch, ich bin guter Dinge. Ja, auch zu schubsen. Ich glaube, deine Schuhe sind undicht. Du hinterlässt solche Datsche auf dem Boden. Ich hab eingepullert. Ach so, wie die Russen damals im Zweiten Weltkrieg, oder? Oder waren das? Ja. Was meinst du, warum ich die ganze Zeit noch nicht auf Klo war? Ah, okay. Das erklärt so einiges. Das tust du jetzt alles in deinen Schuhen filtern, dann kannst du es wieder trinken, oder? Ja. Cool. Fülle ich dann regelmäßig in meine Kantine und trinke das dann. Lecker. Ich habe aber schon wieder 100%. Okay, ich glaube, ab jetzt sollten wir ein wenig vorsichtiger vorgehen, oder?
Ding läuft oder YOLO raus. Rein. Ja, wir sind total vorsichtig. Da kommt ein Zombie. Das soll er ruhig. Junge! Da ist ein Hase! Wo? Ah, hier! Wo? Nein, der ist usergebunden. Hinter euch kommt ein Hase. der hier! Ich zück mal meine SKS. Sicherheit geht vor. Ich schau mir mal das Airfield an. Aber zuerst hocke ich mich in den Bus. Brümmel nicht ins Ohr. Kneipe lasse ich mal aus. Wir sind schon am Airfield. Mhm. Support? Suppenport? Lass ihn vorrennen. Ich gehe bei den Baracken in Stellung und schaue mich ein wenig um. Na dann. Hier ist Zelt ist neu, oder? Nein. Mona müsste mit nach vorne. Sie hat die einzige Sturmangriffswaffe. Halt jetzt dein Maul, das ist ja nicht auszuhalten. So, warte, ich geh mit. Der Tower sieht sauber aus, aber das muss ja nichts heißen. Ah, noch keiner drin! Mona, warum machst du die Tür zu? Ich hab nichts zugemacht, ich bin tot, Jungs. Ich auch. So, dass sich in der ersten Baracke hockt einer drin. Mhm. Oh, way. Fuck. So viel zum Thema vorsichtiger sein. Einfach mal auf Neustart klicken. Ja, ich will ein neues Spawn. Beschützt meine Sachen, macht sie ihn irgendwie platt. Ja, ich bin ja alleine. Ich glaube, der hockt da auch alleine drin im Flur. Ja, bist du auch tot? Mhm. Ich hab nur eine. Weil hinter mir ist die Tür zugegangen und da konnte ich halt nicht mehr raus, weißt? Ah, nee, ich hab nichts zugemacht. Ich bin draußen erschossen worden. Nee, ich bin da rein, ohne zu gucken, weißt du, in meinem jugendlichen Wahnsinn. Oh mein Gott. Wo spawn ich denn? irgendwo in der Pampa. So, 30 Sekunden habe ich spawned. Habe ich mich jetzt erschrocken? mein Adrenalin. Kokain, um sicherzustellen, du liegst hinter der ersten Baracke. Genau. Mein Adrenalin ist auch durch die Decke gegangen. Meins auch. Mein Lieber, Scheiße. Naja, passiert. Ihr habt beide ungefähr in derselben Tonlage gespielt. Voll männlich und so, ne? Hammerhart. Oh mein Gott. Ja, ich krieg ihn da auf jeden Fall nicht raus. Der ist besser positioniert und ich habe eine Fernangriffswaffe. Jo, wo bist du? In irgendeinem Kaff mit einem gelben Gebäude. Ein Polizeigebäude ist da drin. Weißt du, wo du bist? Irgendwo? Nee, ich weiß auch nicht, wo ich hier bin. Ich bin bei Schienen gespawnt. Hier ist so eine Art Silo. Also, ich glaube, ich bin in Kamischowo. Da ist jetzt auch eine Polizeidingskirchen. Ja, hier ist kein Straßenschild. Bist du das? Ja? Ich bin auch auf dem Server jetzt, ist das okay? Hallo? Na klar. Keine Angst, Herr Junge! Keine Angst! Freno, wo bist du momentan? Ich bin sowas von friendly. An dem Hügel. Ich hab hier einen anderen Spieler. In der Nähe vom Airfield. Boah, hoffentlich findet der die Waffe. Aber wenn ich alles im Blick, Leute. Und guck also halt an der Baracke. Ich kann gar nichts saven. Aber wie gesagt. Ich hab wenigstens den. Das oh, hier liegt eine Leiche? Ja, Zelt warte, guck mal. Bereich um Kokain rum im Blick. Wo bist du? Warte, ich komm. Oh, da vorne ist, glaube ich, ein Schild. Ich bin links von dir an so einem Hügel. Siehst du, wenn der vorne rausgeht? Ja, müsste ich auf jeden Fall sehen, genau.
Wenn er dich umläuft oder so, müsste ich sehen. Ja. Welche Richtung? Kamishobo? Bin ich dann richtig? In Kamishobo müsste ich auch sein, oder? Ah, dann komme ich zu dir jetzt. Ich bin da in der Polizeiwache und Vorsicht, da läuft noch ein Thrashspawn rum. Der muss gerade einen gekillt haben. Weil hier liegt eine Leiche in der Polizeiding. Ich glaube, der Zombie greift ihn gerade an. Hier liegen lauter Klamotten auf der Straße. Ja. Bist du auf der Hauptstraße oder was? Ja, ich laufe jetzt vorhin Richtung Zombie. Der ist jetzt weg. Dann komme ich auch mal zur Hauptstraße. Also da stand 3 Kilometer, also dauert bei mir noch ein bisschen. Okay. Ich meine die Kneipe. Ja, trink mal was. Hier liegen überall Klamotten auf der Straße, ey. Nimm das mit, was du gebrauchen kannst, was du nicht gebrauchen kannst, lass liegen. Ja, ich mach mir ein paar Rex. Hast du alles T-Shirts oder was? Hosen, Schuhe, T-Shirts, also alles Mögliche. Ich werde meine Position wechseln, versuchen auf den Hochhaus zu gehen. Das sehe ich auf jeden Fall besser. Gucke, wo bist du momentan? Ich bin an der einen Baracke, bei der äußeren. Nee, also diesen Tod, den nehme ich gerne auf meine Kappe, weil ich hätte da deutlich vorsichtiger sein müssen, ich hätte es wissen müssen. Du kannst ja mal durchs Fenster doch reingucken in den Flur, oder nicht? Ja. Ich auch schon gemeint. Ja, hab ich gemacht, da sehe ich keinen. Oh, da steht ein Zombie. Komisch. Der wird wahrscheinlich hinten drin liegen. Seit wann stehen Zombies in Gebäuden? Auf den Eingang gesehen. Okay, er ist rausgegangen. Läufst du, wer läuft ums Zelt von euch? Keiner? Nee. Wir sind alle tot. Nein. Ich bin viel zu weit weg. Aber der hat mich, glaube ich, noch durch die Wand erschossen, ey. Der hat vielleicht einen Wolleck oder sowas. An der Wand. Hier muss der irgendwo ein Brunnen in der Nähe sein, wenn ich mich nicht täusche. Wo war ein Kamischow nochmal der Brunnen bei so einem grünen Gebäude, oder? Bei der Kneipe in der Nähe, oder? Ich glaube, ja. Da kann ich mich schon mal wenigstens satt trinken. Also er ist auf jeden Fall vor dem Haus jetzt. Er muss mich versucht haben zu umrunden. Er lootet euch jetzt garantiert. Aber ich komme da nicht richtig ran, also beim besten Willen nicht. Kannst du nicht irgendwie in Third Person irgendwie ein bisschen rumschauen? Meine Ausrüstung. Also ich musste mich auch zurückziehen. Okay, wo bist du jetzt? Bin jetzt hinter dem Holzzaun. Mann, ich glaube, hier gibt's nichts. Hoppala. Mein Gott, was ich für Futter dabei hatte. Jetzt alles weg. Meine Bist du schon auf dem Hochhaus? Nee, ich kletter gerade die Leiter hoch. Ich glaube, beim nächsten Mal nehme ich einfach die M4. Ich glaube, dann sind wir sicherer dran. Mit der SKS, bis da reagierst. Okay, er läuft jetzt außen rum. Schneller. Ich glaube, in Kamishovo gibt es nichts mehr. Ich durchsuche aber jetzt keine Häuser, ich laufe jetzt einfach durch. Ja, solange ich auf dich warte, kann ich mir ein bisschen umschauen. Vielleicht finde ich ja was Nützliches. Okay, alles klar. Wenn du in Elektro bist, dann bist du schon zu weit, dann bist du an mir vorbei. Bei Taschenlampen auf der Straße? Ich glaube, du bist irgendwo ganz oben bei Berenzino, oder? Gute Frage.
beiges T-Shirt. Ich ja? Nee, ich meine hier auf dem Boden. Ach so, okay. Ich glaube, er versucht mich jetzt entweder zu umrunden. Wo ist der Spieler? Er müsste entweder abgehauen sein nach Richtung Kamenka oder er versucht mich zu umrunden über die Hochhäuser, über die Häuser. Na. Ich bin jetzt auf dem ersten Hochhaus drauf. Ich muss noch kurz schauen, ob hier nicht vielleicht ein Sniper hockt. Unsere Leichen hat der höchstwahrscheinlich schon versteckt, oder? Er ist in Richtung, ich hab ihn, ich sehe ihn. Kannst du ihn erschießen? Boah, der. Frage ist, ob ich ihn treff. Wo ist er? Hier auf dem Feld bei der Scheune draußen. Cargo Pants. Kann ich nicht erschießen. Auf jeden Fall schießt er jetzt auf dich, oder was? Ja. Toll, Beine gebrochen und... Oh, toll. Wo bist du? Wo bist du? Bei der Scheune unten, beim Airf, da, vor dem Airfield an der Scheune unten. Okay. Wo hast du den zuletzt gesehen? Der war vor der Scheune auf dem freien Feld drauf. Er schießt immer noch auf dich, glaube ich. Kann gut sein. Aber wie ekelhaft ist sowas denn einfach am Ding zu campen? Sowas hasse ich. Hatte sonst keinen Spaß an dem Spiel. Oh, ich werde mal respawnen. Ja, wenigstens bin ich mal wieder gestorben. Wir müssen Spannung, ne? Bist du auch tot? Ja, klar. Kokain, wo bist du? Max, wo hängst du gerade fest? Oder ja, da wartest du noch? Ich spawne noch. Ich glaube, ich sehe ihn laufen. Ich bin neben dem gelben Haus, links daneben. Er fehlt im Rücken. Okay. Ich sehe das auch nicht. Ach Mann, ich bin bei Berenzino, bei der Fabrik da. Ich glaube, ich werde von dort aus runterspringen. Ich sehe niemanden, ehrlich gesagt, von hier aus. Oh, hier sind Garagen. Kann das sein, dass der hinten rum zu den Sniper-Gebäuden läuft? Er ist auf jeden Fall in die Richtung gelaufen. Bitte? So, ich müsste gleich da sein, ich sehe schon Häuser. Dann gehe ich mal wieder zurück zur Hauptstraße. Also hier in dem Kaff findet man nichts Nützliches. Ist schon alles gelootet. Läufst du auf der Straße? Nee, noch nicht. Ich bin gleich dort. Weil da läuft ein Spieler. Ist er nackt? Nein. Ich meine jetzt von Freshborn typisch hier. Achso, ja. Okay. Ich glaube, ich sehe euch. Renn einfach weiter die Straße runter. Und wenn er dich anfasst, dann sag Bescheid, dann hau ich ihn um. Nö, er hat einen großen Bogen um mich gemacht. Jetzt müsste dir gleich ein Typ in schwarzer Hose und schwarzen ja, Hemd. Ja, ich sehe dich. Dann schauen wir uns mal weiter nach Elektro kommen und dort was Essbares finden, oder? Ja, würde ich sagen. Und wir überziehen gerade maßlos. Ja. Aber ich kann jetzt ja nicht abbrechen. Naja gut, dann wird es halt eine Special Sonder Super Duper Folge. Gib mal deinen Standpunkt nochmal durch. Mona, was macht der Hunger und der Durst? Neben dem gelben Haus. Immer Moment. Noch in der sichtlichen. Geh mal hinter das gelbe Haus, von der Straße weg. Ich glaube, wir sollten nur in einen separaten Raum gehen, oder? Damit die sich da aufs Spiel konzentrieren können, oder? Aber dann können wir ja nicht wissen, wann die Folge beenden, verdammt. Sitzt du auf einem der Hochhäuser? Ja, auf dem ersten. Weißt du vielleicht, wo hier der Brunnen war, Mona?
Also du sagst, du bist beim gelben Quatsch, Haus, ich guck sehe mal dich nicht, gerade. ehrlich gesagt. Der müsste doch Doch, der rechts war irgendwo sein. hier irgendwo, oder? Auf der Ich. linken Seite. Aber den haben sie, glaube ich, vielleicht verlegt. Gegenüber von dir ist ein grünes Haus, ne? Ich hab dann an der Straßenseite. Ich hab ihn auf der rechten Seite in Erinnerung. Ich bin in Elektro. Also ich werde jetzt mal. Irgendwo da hinten bei dem grünen Haus war ja früher. Dann laufen wir mal dahin, oder? Oder warst du da schon? Ich war da schon überall, aber hier gibt's nichts Vernünftiges. Außer Zombies und Freshspawns, die tot rumliegen. Ja, der Pisser hat euch geheidet. Naja. Macht nix. Immer raus damit, was keine Miete zahlt. Ich hab das hier irgendwo in Erinnerung. Irgendwo bei diesen Häusern hier rechts. Da drin habe ich nichts gefunden. Also in der Ortschaft sehe ich niemanden mehr. Scheint leer zu sein. Ja, also ich glaube, hier war er nicht. Doch, doch, Sind der wir war. Schon zu weit, oder? Also das letzte Mal, als ich hier trinken musste, war hier irgendwo. Aber ich man kann mich auch irren. Also hier ist nichts. Laufen wir nochmal runter. Oder laufen jetzt einfach weiter. Ja, Richtung Elektro. Und hoffen, dass wir einen freundlichen Samariter finden, der uns ein bisschen was abgibt. Ich habe hier schon zwei gefunden auf der Straße. Tja, wo laufe ich jetzt hin? Am Airfield ist jemand. Okay, wo? Der bewegt sich gerade auf Balota zu, vom Airfield wegwärts. Ja, das bin der ich. Der quert jetzt die Straße. Achso, das bist du. Ich dachte, du bist am gelben Haus. Jetzt bin ich ja wieder im gelben Haus. Oh. Warst du schon in dem Lager da unten? Nee. Gehen wir da noch gerade rein? Dort könnte vielleicht eine Nahkampfwaffe drin liegen, wenn das noch nicht gelootet worden ist. Da weißt du, warst du die ganze Zeit direkt am Airfield? Na, hier sind die Türen schon auf. Warst du die ganze Zeit direkt am Airfield? Nee, ich bin eben kurz zum Airfield gegangen, um zu gucken, ob, er die Leichen geheidet hat. Dann geh mal weiter. Achso, okay. Folge dir. Du gehst jetzt zwischen so einem anderen Zaun entlang, oder? Ja. Auf ein ja, grünes ja. Haus. Okay, dann bist du das. Okay, wo du jetzt wieder ein bisschen Luft hast, dann könnten wir mal eine kleine Folgenpause machen, oder? Jo. Geh halt schnell in das erste Haus rein, genau. Dann beenden wir jetzt mal hier die Folge. Also ich und bedanke gleich wieder da. Ich bedanke mich mal fürs Zugucken. Spannend geht's weiter. Ich hoffe, wir sehen uns diesmal wieder. Tschüss. Tschüss. Ciao.